Aloha! Wieder mal ein neuer Versuch für einen Videoanfang bei mir. Ich weiß einfach nie, was ich sagen soll. Naja, ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Wochenende. Heute ist Montag und ich musste heute Morgen im Regen zur Arbeit fahren, deswegen sehen meine Haare so ein bisschen aus. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ja, zum Thema meines Videos. Ich wurde gefragt, ob ich mal meine Gesichtsreinigungsprodukte zeigen kann. Und ja, mein Freund ist noch nicht zu Hause und deswegen mache ich das jetzt mal eben schnell. Das ist ja auch nicht viel eigentlich und ich mache auch nichts Spezielles, Besonderes. Ich bin eigentlich sogar eher nachlässig, was das angeht. Jo. Und ich fange mal ganz einfach an, also ich mache es in der Reihenfolge, wie ich mich auch abschminke und so weiter. Und zwar habe ich mir jetzt schon zum zweiten Mal nachgekauft, also zum dritten Mal gekauft, das Waschgel, das ganz normale Waschgel von Balea für normale und Mischhaut. Scharfstellen, danke. Und zwar benutze ich das als erstes und gehe damit, also ich gebe ein bisschen in meine Hand, schäume es ein bisschen auf und dann wasche ich mir damit das ganze Gesicht, auch die Augen. Hier steht nämlich nicht drauf, dass man es an den Augen nicht verwenden sollte, was ja bei anderen Waschgels immer so der Fall ist. Und genau sowas wollte ich nämlich haben. Es gab mal so ein Waschgel von BB und das habe ich geliebt, weil da extra drauf stand, auch für die Augen geeignet. Und das habe ich immer gekauft und dann gab es das irgendwann einfach nicht mehr. So, und jetzt habe ich das entdeckt und seitdem benutze ich das immer. Das kostet auch nicht viel. Es kostet, glaube ich, 95 Cent oder 1,95 Euro. Ich weiß nicht genau. Und da sind 150 Milliliter drin. Und ja, ich benutze das echt gerne. Wie gesagt, ich gehe damit auch über meine Augen und schminke damit erstmal so. Das Gröbste habe ich dann alles weg. Ja, wenn ich merke, dass ich kriege meistens hier in dem Bereich Pickel, also am Kinn und ein bisschen hoch, habe ich meistens Pickel. Ich habe auch jetzt welche, dank der, ups, ist gerade eine Wespe gegen das Fenster gedonnert. Ja, also dank der Kamera sieht man den, glaube ich, nicht so. Wenn ich aber merke, dass ich welche bekomme wieder oder welche habe oder wie auch immer, dann nehme ich immer noch mal dieses hier, regulierendes Waschgel mit Tee und Ginseng gegen Unreinheiten und so weiter. Und das mache ich aber wirklich nur hier unten in dem Bereich auch drauf, weil man das nämlich nicht in die Augen geben darf. Steht da zwar nicht drauf, brennt aber wie Sau in den Augen. Also ich hatte mal das, als das leer war. Und habe das dann auch versucht, weil es steht nicht drauf, dass man die Augenpartie aussparen soll. Und es hat gebrannt wie Sau. Und ich mag die Konsistenz nicht. Deswegen benutze ich das jetzt wirklich nur noch, bis es leer ist. Immer nur für den Bereich hier. Und hoffe, es bringt was. Dann habe ich ja noch aus meinem letzten Lush Haul hier dieses Angels on Bare Skin. Das ist ja diese komische Paste, die so nach Lavendel riecht und da sind auch Mandeln drin und so. Und ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal benutzt. Ich werde es auch definitiv leer machen. Ich werde es mir aber nicht nachkaufen. Einfach weil ich den Geruch jetzt nicht so gern mag. Es riecht schon sehr intensiv. Es ist halt irgendwie nicht meins. Was mich aber noch mehr stört, ist, man soll ja davon ein bisschen was in die Hand geben und es dann mit Wasser anmischen irgendwie zu einem Brei quasi, mit dem man sein Gesicht reinigen kann. Das funktioniert bei mir aber irgendwie nicht. Bei mir bröselt das alles auseinander und fliegt dann ins Waschbecken und auf meinem Gesicht landet dann recht wenig davon. Deswegen, wie gesagt, ich werde es leer machen. Aber ich finde auch dieses Aufschrauben und Zuschrauben und keine Ahnung. Und das von Balea hat halt einfach so einen
Verschluss, was irgendwie viel schneller und einfacher und günstiger, und ich bin damit einfach zufrieden. Deswegen brauche ich das Holzlasch jetzt nicht unbedingt. So, wenn ich mich dann abgeschminkt habe, so das Gröbste, man kriegt mit dem Balea-Reiniger die Augen nicht komplett sauber. Also es geht schon sehr viel runter, finde ich, aber es wird nicht komplett sauber. Ihr müsst übrigens, falls ihr euch jetzt denkt, so cool, das mache ich jetzt auch so, an den Augen immer sehr, sehr vorsichtig sein. Also wirklich nicht schrumpf wie eine Wahnsinnige, sondern ich mache das immer ganz, ganz vorsichtig und bloß nicht reiben, doll reiben oder so, weil die Partie um die Augen natürlich sehr empfindlich ist. Ganz wichtig. So, und dann nehme ich immer noch anschließend einen Augen-Make-up-Entferner. Da habe ich auch den von Balea. Der ist jetzt der Zwei-Phasen-Reiniger. Muss man so shakeable. So, den vermischt man so, wenn man den schüttelt. Und dann kann man damit das Augen-Make-up. Also ich kriege damit das, was noch drauf ist, kriege ich damit problemlos runter. Ich kaufe auch immer nur diese Zwei-Phasen-Reiniger, weil ich mit den anderen eigentlich noch nie gute Erfahrungen gemacht habe. Also ich finde den super, der kostet glaube ich auch nur 95 Cent. Ist auch hier für wasserfestes Make-up und so, benutze ich jetzt zwar nicht, aber was soll's. Ich finde den super, ich mag den total gerne, den habe ich jetzt auch schon ein paar Mal nachgekauft. Und ja, 100 Milliliter sind da drin. Das ist das, was ich benutze. Und so ein bis zweimal die Woche. Mann, was ist denn da? Was irgendwas? Ich sehe immer einen schwarzen Punkt. So. Und ein bis zweimal die Woche benutze ich ein Peeling. Und da habe ich jetzt zwei Stück aktuell hier rumstehen. Und zwar die beiden von Alverde. Das Aprikosen-Peeling und das Perle. Das Perle ist für normale und Mischhaut, verfeinert und erfrischt und riecht auch recht frisch. Da sind 50 Milliliter drin und ich weiß nicht mehr, was es gekostet hat. Hier sind mir allerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, ich benutze das nicht so gerne, weil die Peeling Körnchen, die da drin sind, die sind so extrem abgerundet. Also man spürt die kaum. Ich habe immer das Gefühl, dass es nicht wirklich peelt. Dann habe ich noch das Aprikosenpeeling. Sarah, ich glaube, das benutzt du auch ganz gerne, ne? Für jede Haut. Da sind die Peelingkörnchen schon etwas gröber. Aber ich habe noch kein Peeling gefunden, womit ich wirklich zufrieden bin. Ich habe bei dem das Gefühl, da sind irgendwie zu wenig Peelingkörnchen drin. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, so eine Mischung aus den beiden wäre cool. Das wäre, glaube ich, mein Peeling. Und es riecht auch sehr, sehr angenehm. Ich weiß nicht, ob das Aprikose ist, weil ich mag keine Aprikosen. Aber ich mag den Geruch. Der ist sehr, ja, weich und sanft irgendwie. Ist schon angenehm. Auch bei dem weiß ich nicht mehr genau, was es kostet, aber die sind nicht so teuer. Sie haben sogar einen Preis gewonnen. So. Das ist das, was ich benutze. Abends zum Abschminken oder die halt mal zwischendurch. Das mache ich meistens unter der Dusche. So Peeling. Ja. Miss Lexi 1980. Ich hoffe, deine Frage ist beantwortet. Und wenn ihr noch mehr Fragen habt, wenn ihr noch mehr wissen wollt, wie groß ich bin oder wie viel, keine Ahnung, wie viel Paar Schuhe ich habe. Nein, das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Ja, fragt mich einfach. Ich finde das immer cool, wenn man mal so zwischendurch, weil auf die Idee, euch das jetzt zu kommen, auf die Idee, euch das jetzt zu zeigen, wäre ich, glaube ich, von selbst nicht gekommen, weil das sind ja keine super hyper teuren, Special Sachen. Also für mich ist das so ganz normal. Morgens mache ich übrigens nichts, weil ich jeden Morgen sowieso dusche und dann wird mein Gesicht ja unter der Dusche sauber. Ja,
wie gesagt, ich bin da nicht so, ich bin da so ein bisschen nachlässig. Ich finde aber mit meinen 30 Jahren sehe ich noch ganz gut aus. Ich hoffe, das bleibt so. Drückt mir die Daumen. Und ja, wenn ihr noch einen Tipp habt für ein cooles Peeling und nicht das komische Orangene von Balea, das mag ich nämlich nicht. Ja, wenn ihr noch einen Tipp habt für ein cooles Peeling, was auch nicht zu teuer ist, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Vielleicht ist ja was für mich dabei. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Oder wenn ihr das Video erst am Freitag seht, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis bald!